wir jetzt hier hinten vielleicht das Glück haben, entweder etwas Baumwolle zu finden. Ob wir hier wenigstens etwas Baumwolle finden. Ölweide. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Pinienkern. Ich dachte schon. Ölweide. Noch mal eine Ölweide. Hier muss es doch. Was ist denn das eigentlich für ein Wald? Tannenholz, okay. Also die Biomie hat sich ja hier ganz schön zugelegt. Wäre es ein Häppchen. Flachs. Textilgarten. Yay. Sieht. Und da kannst du Fäden draus machen. Und aus diesen Fäden. Okay. Jetzt haben wir die Nummer 1 schon mal erledigt. Jetzt brauche ich nur noch. Ging's raus? Irgendwie Bambus, wie ich das gesehen habe. Aber wo bekomme ich den Bambus her? Ist hier die Frage. Auf der Jagd nach Bambus. Ja, das ist jetzt die Wiese, da haben wir hier hinten. Wir gehen erstmal wieder hier hinten runter. So, bringen wir aber erstmal die Samen in Sicherheit. Das war das erstmal. Alles unterbringen.
Da musste man nämlich jetzt erstmal dafür auch ein ganz schönes Stück laufen. So. Naja, da müssen wir halt die Nächte halt nur noch mitnutzen. Ich packe einfach mal jetzt hier das ganze Saatgut kommt in die große Kiste. Tannensetzling, eine Beere. Pilze kannst du eigentlich auch weglassen. Das machen wir hier nicht. Grüner Farbstoff. Den Blumenkohl nehmen wir mit, den Brokkoli nehmen wir mit, die Gurke nehmen wir mit, die Zucchini nehmen wir mit, Kantalut mit Kürbis und Birnen. Der andere Knoblauch bleibt da drinnen. Zucchini, Kukamba, Kantalut. Das kommt zurück. Kantalut. Kanter oder Kanter nicht gut. So. Da haben wir schon mal den Eisenbarren. Die können wir aber schon mal gleich mal gepflegt hier mit reinlegen. Dann machen wir uns in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen ins Haus ein bisschen schöner. Zack, zack, zack. So, und da muss man dann jetzt erstmal wirklich zusehen, ein bisschen Glas ranzukriegen. Zack. Das sollte, oh ja, 54 ist klar. Ist klar, ist klar. So, da haben wir hier 8, 7, das dürfte reichen. Dann können wir uns jetzt erstmal ein Stack Glas machen. Dann kann man nämlich hier erstmal die Hütte zuspachteln. So. Wie geht's jetzt weiter? Ich verstehe das nicht. Was ist denn nur los hier? Scheiß, zeig doch mal hier rein. Das ist doch auch sehr, sehr seltsam. Sehr seltsam. Also gut, wir halten mal Ausschau. Mal hier hinten. Am Strand lang in der Zeit kann ein bisschen das Glas vor sich hin dümpeln. Guckt man mal in die Richtung. Ach ja, das frage ich mich ja aber eigentlich auch, wieso hier nicht einfach mal wenigstens. Na, da hat es ein bisschen gehackt. Sind das Minian oder ist das. Naja, das sind. Ja, okay.
Habe ich zwar gesucht, aber danke. So, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Wolle. So, dann kann ich nämlich erstmal vorsichtshalber, ne? So, vorsichtshalber mal ein bisschen. So, jetzt haben wir drei Wolle. Und das ist gut so. Da schwimmt eine Robbe. Das ist Zuckerrohr. Efeu. Zuckerrohr. Langweilig. Da hinten ist eine andere Biomie. Wächst dort vielleicht Bambus? Ja, ist klar. Ich mag das eigentlich nicht so, wenn da Lava ist. Aber naja, gut, wir gucken mal in dieses Biom hier. Ich kann jetzt immer noch nicht sehen, was das sein soll. Ja, kommt auf jeden Fall richtig viel zu seinem Eichenlauf. Das sieht ein bisschen. Aua, was war denn das? Drunten. Boah. Hier musst du ja aufpassen, wo du langläufst. So, erstmal was gemampft. So, wir probieren es mal da hinten. Ich muss mal gucken, dass ich dann auch zurückfinde. Das ist dann eigentlich so die größte Schwierigkeit. Blätter, Eichenholz. Das ist alles so. Herbstlich. Herbstlich gehalten. Da muss ich doch mal. Seht an, der Kompass funktioniert, obwohl ich ihn gar nicht gecraftet habe. Interessant. Das heißt, wir können den Kompass benutzen, der gar nicht existiert. Das ist doch voll der Fail. Das darf doch eigentlich auch nicht sein. Aber wollen wir mal nicht meckern, das kann vielleicht hilfreich sein.
kannst einen Kompass benutzen, obwohl du gar keinen hast. Das ist einfach nur cool. Naja, finden wir jetzt hier noch mal was oder? Nee, also ich glaube, ich werde jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Wir laufen jetzt erstmal wieder zurück. Und zwar. So ist die Richtung. Au. Wir laufen erstmal wieder oder gehen erstmal wieder zurück Richtung zu unserer kleinen Hütte. Und von dort aus werden wir dann nochmal ein bisschen auf die Suche gehen. Aber auf jeden Fall, boah, was ist denn das? Das gesehen? Das ist ein riesiger. Das ist ein Delfin. Soll das ein Delfin sein? Was ist das für ein Monster? Hier gibt es Sachen. Ich glaube, ich spinne so. Dann geht das mal hier in die Richtung. Und dann werden wir einfach mal gucken. So, zack, zack, zack. Hier runter. Ein Steak verprügelt. Dann geht es darum. Vermutlich. So. Dann machen wir da hier rüber. So, zack, zack. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Da ist eine Wegmarkierung. Und da ist es. So, Leute. Dann haben wir das Glas auch fertig.
Ich mache dann erstmal Aufnahmeschluss und jo, bis demnächst. Tschüss. Euer Pixelfox.